Guten Morgen. Es ist mal wieder Zeit für ein Thema, wo ich genau weiß, jetzt schon mal Tschüss Abonnenten, weil das Thema sorgt jedes Mal dafür, dass meine Abonnentenzahlen etwas in den Keller gehen und viele sich von dem Thema angegriffen fühlen. Nichtsdestotrotz weiß ich auch, dass sehr, sehr viele Menschen sich dafür interessieren, dass sehr, sehr viele Menschen spüren, dass es ein Thema ist, was sie noch nicht ausreichend bedacht haben und vielleicht auch nicht gelebt haben. Und entsprechend ja, ist es mal wieder soweit, das Thema offene Liebe. Ganz am Anfang möchte ich auch nochmal in aller Deutlichkeit euch sagen, dass wie wir heute miteinander reden, die Erfahrungen, die wir heute mit euch teilen, das sind unsere Erfahrungen, das gilt für uns. Das Internet ist ein wunderbarer Raum, wo man Erfahrungen teilen kann. Wir teilen unsere Erfahrungen, andere teilen ihre Erfahrungen und jeder geht seinen Weg. Und das Schöne für den Zuschauer ist, dass er aus all diesen Erfahrungen für seinen eigenen Weg, der auch ein anderer sein kann, das rausziehen kann, was er möchte. Und dazu möchte ich auch sagen, der Weg der offenen Liebe ist auch ein Weg, der sicher nicht für jeden geeignet ist. Es gibt auch Menschen, die sich für Monogamie entscheiden. Das kann genau das Richtige sein. Ich möchte da auch nicht urteilen und Chiara geht es sicherlich ähnlich. Und wir möchten einfach euch unsere Erfahrungen mitteilen und ihr könnt dann daraus, wie gesagt, für euer Leben Ableitungen finden oder einfach nur zuhören und sagen, ah, okay. Dann noch ein kurzer Hinweis, also ich habe auch keine Bindungsängste, ich habe 15 Jahre in einer monogamen Beziehung gelebt, also ich kenne das auch, ne? Und das heißt, ich habe wirklich jetzt beide Seiten kennengelernt und für mich zum aktuellen Zeitpunkt entschieden, offene Liebe. Aber um mich soll es heute auch nur am Rande gehen, denn zu so einer Liebesbeziehung gehören halt immer mindestens zwei Menschen und eine davon ist Chiara, die in mein Leben getreten ist, ja, gar nicht so lange, nachdem ich mit Hannah damals beschlossen haben, eine offene Beziehung zu führen. Und ja, deswegen gleich die Frage an dich, wie war das damals so für dich? Ja, also für mich war das total ungewohnt, weil ich zwei Menschen gesehen habe, die sich sehr stark lieben, wo das für mich im Außen des Betrachters sehr schön war. Und ich da auch gar nicht eigentlich mich irgendwie reindrängen wollte oder so, sondern ich habe einfach, das war mein erstes Mal beim Potluck und ja, ich war gar nicht auf irgendwas aus, sondern ich bin einfach hergekommen und das war es so. Und dass sich dann irgendwie dadurch eine Verletzung und eine Rohkost-Challenge und alles Mögliche entwickelt hat, das war so nicht gedacht, geplant oder so, das kam halt einfach. Ja. Dadurch bin ich natürlich dann auch in sowas hineingewachsen, ein Stück weit auch. Also ich wachse immer noch hinein und es ist jetzt auch immer noch nicht so einfach für mich. Mhm. Aber ich habe halt ein schönes Beispiel, was für mich sehr stark auch nach Freiheit schreit und ruft. Und ich selber auch spüre, dass ich auch eine von denen bin. Und zwar, also ich erzähle es euch jetzt einfach halt so. Ich stelle mir immer vor, so eine Blumenwiese. Wir waren auf der Wanderung gewesen und ich habe an so viele wundervolle Blumen gesehen, gerochen und es ist einfach total schön. Und stellt euch jetzt bildlich mal vor, es gibt eine Blumenwiese mit zigtausend verschiedenen Blütensorten, Farben, Gerüchen. Und alles. Und will man die nicht einfach nur anschauen, mal dran riechen, vielleicht auch mal streicheln und so und dann weitergehen und dann die Berge sehen oder einen See oder einen Wald oder so, muss man unbedingt so eine Blume abpflücken und dann sagen, ach, jetzt bist du meins. Dann verwelkt sie die Liebe. Das tut mir innerlich mittlerweile weh, sowas. Ich kann sowas nicht nachvollziehen. Ich war früher auch Richtung Floristik und so und habe auch gerne viel mit Blumen gemacht. Und jetzt möchte ich natürlich, also jetzt kann ich es mir gar nicht mehr vorstellen, weil ich lieber die Natürlichkeit mag und auch die lieber in der Natur wachsen sehe, als sie zu besitzen halt, indem man sie greift und das Leben raussaugt und dann hast du eine verwelkte Blume in der Hand. Und ist das fruchtbar, ja, das für die Menschen? Genau. So, das sehe ich halt immer und deswegen strebe ich auch sehr stark nach Freiheit, weil
Ich finde, man kann auch mit Menschen zusammen sein, die man sehr stark liebt und man teilt auch mit anderen Menschen, aber jeder hat halt seine Einzigartigkeit. Und lass uns mal weniger über offene Liebe generell sprechen. Ich glaube, die Thematik haben wir auch schon häufiger besprochen, sondern eher um deine persönlichen Erfahrungen, die du damit gesammelt hast. Gerade du hast Probleme angesprochen. Ich glaube, das interessiert die Menschen, weil sich sehr, sehr viele auch darin wiederfinden werden, was es für Probleme gibt, die sozusagen in so einer offenen Liebe da auf dich eingeprasselt sind und emotionale Natur. Lass uns mal darüber reden, was da so passiert ist bei dir und wie du damit umgegangen bist, wie du damit umgehen möchtest und ob du da für dich irgendwelche Schlussfolgerungen da gezogen hast daraus. Naja, was meinst du mit Problem? Es ist halt schwierig, es gab immer komische Situationen für mich, wo ich nicht direkt klar kam. Da kam ein ungutes Gefühl in mir hoch und ich finde nicht, dass es jetzt direkt besitzergreifend war oder so, das ist jetzt meiner oder so, nein, gar nicht. Und auch nicht so, dass ich dem anderen das nicht gönne oder so, sondern es war einfach ein komisches, mulmiges Gefühl, was ich nicht beschreiben kann. Und das eine Mal war ich zum Beispiel duschen, recht schnell, nach dem Gefühl. Und was mir oft hilft, ist echt reden, einfach sprechen mit der anderen Person zum Beispiel. Ja, kannst du mal die Probleme erstmal filtern, damit die Zuschauer überhaupt wissen, was du mit Problemen meinst? Meinst du jetzt, wenn ich mit anderen Frauen etwas zusammen mache? Oder was meinst du jetzt genau mit Problemen, die Probleme, die du hattest? Ja, genau, dass er mit anderen Frauen was macht oder man es auch im Außen sieht. Ich habe gerade Déjà-vu, lustig. Im Außen sieht heißt jetzt? Knutschfleck, okay. Sowas halt. In der Richtung, wo man weiß, ihr seid sexuell euch näher gekommen. Okay. Ja. Und da hattest du ein Gefühl, du hattest gesagt, nicht ein Gefühl von, er ist mein oder er ist, ich möchte jetzt nur für ihn haben. Das würde jeder nachvollziehen können, glaube ich, wenn du das so ein Gefühl hast, weil das, glaube ich, das ist das, was wir uns alle, so wie wir alle aufgewachsen sind. Also wenn ich ein Problem damit hätte, wenn ich diese Gefühle hätte, ich glaube, das wäre das Erste, so was kommen würde. Und das ist bei dir gar nicht oder hast du es erkannt und möchtest dich dem stellen oder wie? Also was ich manchmal nicht nachvollziehen kann und deswegen wundert es mich und deswegen gibt es vielleicht auch ungute Gefühle in mir, ist, wenn wir beide zum Beispiel eine tolle, sehr intensive Zeit miteinander verbracht haben und einen Tag später hat er zum Beispiel eine neue oder so und liebt, kost sie und macht und tut mit ihr, als wäre sie schon ewig in seinem Leben oder so. Und das ist dann, es verletzt mich auf jeden Fall auf der einen Art, dass man so schnell sich wieder einfach für eine andere Frau öffnen kann, die man zuvor noch nie gesehen hat. Das finde ich tatsächlich so ein bisschen das finde ich ein bisschen komisch. So, aber gleichzeitig heißt das nicht, dass ich möchte dich nicht besitzen, auf gar keinen Fall. Ich finde es voll schön, wenn du dich entfalten kannst und ich spüre, wenn du irgendwas brauchst oder so und dann tust du das. Das ist zum Beispiel wunderschön, aber ich kann jetzt noch nicht so glücklich sein wie du, wenn du jetzt siehst, ich habe mal jemanden kennengelernt, auf dem Potluck auch und mit dem schwingte ich sehr stark und das war wunderschön. Ich habe Christian da in dem Moment gar nicht mehr wahrgenommen, sondern ich war nur mit ihm so wie in so einer Glocke irgendwie. Es war so ganz pure Verschmelzung energetischer Art. Und du hattest gesagt, nicht so wie du, war dein Vorgänger. Ach so, ja genau. Und bei ihm war es halt so, dass er sich total gefreut für mich hat und er da mitfühlen konnte oder was auch immer. Also kannst du ja selber sagen auch, was ja, du... Ja, natürlich. Wenn ich jemanden liebe und sehe, dass dieser Mensch glücklich ist und sehe, dass er aufblüht, so wie die Blume auf dem Feld, dann freue ich mich natürlich und dann habe ich nicht das Gefühl, ich will die Blumen besitzen, sondern freue mich halt, wenn ich auf der Straße zwei liebende Menschen sehe oder so verliebte Menschen und sowas, freue mich da immer. Und das macht natürlich dann erst recht keinen Unterschied, wenn ich zu einer Person schöne Beziehung aufgebaut habe, wie zu dir, und du bist dann mit diesem Mann unterwegs und ihr kuschelt euch oder wo ihr ins Zelt gegangen seid oder wo ihr eure Privatsphäre haben wolltet und so. Das waren Sachen, wo ich einfach nur... Ja, wo mir das Herz auch einfach aufgeht, weil zwei Menschen, die sich lieben, ich glaube, es gibt nichts Schöneres auf dieser Welt, das zu sehen, wenn zwei Menschen da wirklich so beseelt sind und deswegen ist das ja für mich auch so wichtig, ne? Was heißt so wichtig? Ich glaube, für mich ist zur Zeit auch der richtige Weg, den auch mal zu gehen, weil ich habe schon in meiner monogamen Beziehung gespürt, dass ich nie diese Eifersucht kannte, ne?
wenn meine Partnerin damals das ein oder andere Mal halt so ein paar Experimente gewagt hat, also sie ist nie untreu geworden oder so, aber halt mal so gechattet hat mit anderen oder so ein bisschen, ne, in 15 Jahren gibt es auch mal Phasen, wo es nicht so gut läuft, so, die man dann halt, wie man es eben gelernt hat in guten und in schlechten Zeiten, dass man dann halt eben daran gearbeitet hat oder sich mal ein bisschen Freiraum gegönnt hat und aber trotzdem eben zusammengeblieben ist, da ist es normal, dass jemand, der da unzufrieden ist und dass er sich einfach dann auch anderen zuwidmet. Ich hatte glücklicherweise immer das große Geschenk, dass ich mich mit mir selbst gut beschäftigen konnte. Ich musste das nie in Anspruch nehmen, obwohl ich, wie ich jetzt merke, eine große Lust habe und eine große Leidenschaft dafür habe, Menschen in mein Herz zu schließen und auch, ich sage das immer explizit, weil ich das in Kommentaren immer höre, es hat erstmal nichts mit Sexualität zu tun. Ja? Also da kommen wir vielleicht nachher dann nochmal dazu, zur Sexualität und generell, was offene Liebe im Alltag bedeutet. Und ja, also das war halt dann schon so, dass ich nie diese Eifersucht kannte und dass ich mich da immer schon gefreut habe, beziehungsweise da ich diesen Mensch geliebt habe, das verstanden habe. Und wenn er sich da besser fühlt und wenn das für ihn notwendig war in dem Moment, dann war das eben so. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, woran man sehr gut so ein bisschen festsetzen kann, ob man selber vielleicht mit der offenen Liebe mehr Probleme oder weniger Probleme hat. Und bei Chiara ist auch so, Chiara ist nur ein Mensch, der jetzt auch in der Öffentlichkeit steht mit ihrem YouTube-Kanal und weil sie bei mir auch in Videos zu sehen ist. Viele Frauen gehen nicht den Weg und die sieht man nicht so. Deswegen wird Chiara auch ganz anders wahrgenommen. Chiara hat auch, wird auch anders gesehen in der Öffentlichkeit als Person. Das muss man halt immer dazu sagen. Ja, das ist halt oftmals auch vielleicht nicht so einfach, weil man dann auch oft reduziert wird als eine von Christians Frauen und so weiter. Und das ist halt, oder die Christian, oder bei ihr ist es ja so, dass sie auch als Freundin wahrgenommen wird, als feste Freundin, weil sie ja die einzige, glaube ich, ist, die so in den Videos auch mal hin und wieder erscheint. Und ja, das ist sicherlich auch nicht so einfach, wenn man so wahrgenommen wird von außen, als zum Beispiel die Freundin. Und dann aber, wenn die Kamera sozusagen nicht an ist oder wenn die jetzt nicht in der Öffentlichkeit was getragen wird und auf privaten Feiern und so weiter, wenn dann für die Masse, die einem suggeriert, wir glauben, dass du die Freundin bist, und dann kommt vielleicht eine andere Frau und wie ist das da für dich in der Situation, wenn größere Menschenmassen da sind, wie zum Beispiel im Rohkost-Potluck und ich jetzt eine andere Frau küsse oder Liebe austausche, spürst du da irgendwie so der Gedanke, wie könnten die Menschen mich jetzt sehen? Ich werde als Freundin wahrgenommen von Christian und jetzt küsst er mit jemand anderem. Denken die jetzt schlecht von mir? Kommen solche Gedanken oder eher nicht? Nein, ich denke oft gar nicht so weit. Okay. Was mir auffällt, ist bei diesen Rohkost-Potlucks, ist mein Herz sehr weit offen und ich genieße es einfach, das ganze Ambiente und da ist es, ich spüre ja auch sehr schnell und sehr stark, was geht zwischen zwei Menschen. Und dadurch finde ich es einfach nur schön, wenn sich zwei Menschen halt treffen, sich unterhalten und dann vielleicht auch da mehr entsteht. Ich sehe das dann halt oft schon auch, ohne dass die beiden davon schon was wissen. Da freue ich mich tatsächlich für die beiden Menschen sehr. Mhm. Auch für dich zum Beispiel, das ist mir auch oft aufgefallen. Mir fällt auch auf, wenn mein Herz offen ist, die Person, die ich da kennengelernt habe, die Person hat jemand anderen was Gutes getan und da habe ich mich total gefreut für die dritte Person, der was Gutes getan worden ist halt. Und es war so ganz schön und ich weiß nicht, warum das manchmal bei dir immer noch so komisch ist. Vielleicht liegt es wirklich daran, dass ich so stark mit dir verbunden bin, aber ich finde es halt eigentlich doof, weil ich möchte, dass du frei bist und ich möchte auch selber frei sein. Aber es ist in Ordnung, wenn man ein Gefühl hat, dann muss man auch dazu stehen, zu sagen, okay, ich spüre halt so eine starke Verbindung, was ich am Anfang gesagt habe, dass du halt vielleicht das Gespür noch hast, so wie wir es halt gelernt haben, dass es gibt diese starke Verbindung zu einer Person und der jetzt gehört mir oder so weiter, dass man das spürt, ist ja vollkommen in Ordnung. Wenn man dann selber sagt, okay, aber ich möchte das nicht, dann ist das ein ehrlicher Umgang mit sich selber. Wichtig ist, dass man sich eben nichts vormacht, auch in der offenen Liebe. Und da gibt es halt durchaus auch schon ein paar Frauen, die sich tatsächlich was vorgemacht haben, jetzt auch in Beziehung zu mir. Und
Und das ist natürlich dann nicht so gut. Also man muss ehrlich zu sich sein. Wenn man Schmerzen hat, wenn er ein ungutes Gefühl hat, es zwingt ja niemanden, in so eine offene Beziehung und eine offene Liebe da einzutauchen. Dann, man kann das ausprobieren und dann muss man auch ehrlich sagen, okay, vielleicht der Schmerz ist zu groß. Oder man sagt, der Schmerz ist zwar da, aber ich spüre in mir tief, dass es eben, wie du mit deiner Blumenwiese das Bild immer bedienst, dass sich das gut anfühlt und dass das eben nur von der Gesellschaft überlagert ist. Ja. Und ist zumindest aus der Intuition, ich sage das immer wieder, dessen so. Ne? Wer der Meinung ist, okay, nee, das ist nicht von der Gesellschaft überlagert und hat ein ganz starkes intuitives Gefühl, es gibt diesen einen Menschen, der alle meine Bedürfnisse bedient und wenn sie nicht bedient werden, dann sollen sie eben nicht bedient werden, dann muss man da eben durch, das gehört zum Leben dazu, bitte, dann ist das der Weg, der dann richtig ist. Von der Einstellung ist das vollkommen in Ordnung. Bloß wir reden halt immer auch von uns. Und wenn diese, willst du was sagen? Ja. Was mir auch auffällt, ist, wenn Christian neue Frauen kennenlernt und ich das dann mitbekomme, dass ich einen ganz anderen Zugang zu der neue Bekannten quasi selber bekomme, als wenn ich gar keinen Kontakt zu ihr habe. Da merke ich, habe ich ganz starke Probleme. Und sonst kommt es irgendwann in so einen Flow auch rein, so dass es überhaupt kein Problem für mich ist. Oder ich auch gerne die beiden alleine lasse oder was auch immer. Ich muss auch nicht ständig dabei sein und einen Clown spielen oder sowas halt, ne? Das ist mir jetzt aufgefallen, dass ich auf jeden Fall, wenn ich es darf oder die Möglichkeit bekomme, die Person selber persönlich kennenzulernen, weil ich... Es darf, das klingt so... Naja, das kann ja... Du kannst jeden kennenlernen, den du möchtest. Ja, aber ich meine ja jetzt wenn es halt, die Möglichkeit ergibt, meinst du? Ja, genau. Ja. Und jetzt hast du mir den Faden abgeschnitten. Ja, aber es klang jetzt... Das ist halt immer so... Och, naja, ich darf, meine ich eben damit zum Beispiel, wenn sich zwei sehen und dann ist man zu viert und dann auf einmal ist wieder zu zweit und dann trennen sich zwei und dann... Und so weiter. Also wenn es die Situation tatsächlich so ergibt. Ne? Ja, also, und wenn man aber da nie die andere Person richtig kennengelernt hat, dann ist es für mich, habe ich gemerkt, es ist komisch. Es ist schwierig für mich, weil ich urteile und verurteile keinen, sondern ich nehme den Menschen einfach wahr. Also das, was ich sehe und das, was ich höre und das, was ich fühle. Aber trotzdem sage ich da nicht irgendwie innerlich oder denke mir irgendwie, weißt du, das mache ich halt nicht. Und was ist dein Gefühl so gewesen, wo du jetzt andere Menschen kennengelernt hast, also mit denen du sozusagen dann teilweise vielleicht intim geworden bist oder so weiter, und du hast diese starke Bindung gespürt, spürst diese starke Bindung zwischen uns und tust dann mit jemandem anders intime oder auch nur Liebe oder einfach nur so, aber du tust du dann die Liebe leben zu einer anderen Person, wie fühlst du dich da? Fühlst du da irgendeiner Weise wie, oh, das ist jetzt falsch oder... Gar nicht, das ist halt das Tolle. Also ich, wie gesagt, ich denke oft gar nicht über irgendwer was nach, sondern ich mach's einfach. Das ist bei mir der große Unterschied zu wahrscheinlich fast allen Menschen oder zu sehr vielen eventuell. Ich genieße dann den Augenblick und den Moment einfach frei zu sein und guck dann auch nicht nach links und nach rechts, sondern ich mach's dann einfach in dem Moment, weil ich in dem Moment bin und dann denke ich nicht drüber nach, oh, jetzt müsste ich noch eine SMS schreiben oder so. Nein, das würde ja die Situation zerbrechen. Das, ich mach das dann halt einfach. Und das Gute ist halt, dass man halt alles einfach so machen kann, wie man möchte in deiner Gegenwart, in Anführungszeichen. Also, du weißt schon, wie ich das meine jetzt. Ja, es ist auch genauso gemeint, genauso gesagt, wie es eigentlich ist. Ne? Jeder sollte sich entfalten. Wenn ich eine Person liebe, dann hat die erstmal das Recht, in allererster Linie hat sie das Recht auf Entfaltung, das Recht auf Freiheit. Und egal, was das ist. Und ich kann mich ja immer wieder zurückziehen und sagen, hey, nö. Die offene Liebe ist ja gekennzeichnet dadurch, durch Freiwilligkeit. Ne? Durch keinerlei Form von Zwang oder unbewusst oder bewusst. Sondern dass man halt wirklich frei ist. Dass man sich frei bewegen kann auf diesem Planeten. Und das ist ja das Wunderschöne. Und das ist erst das, wo Leben wirklich gegriffen wird. Ich möchte noch ein Wort zur Sexualität sagen. Ich wurde schon sehr oft gefragt, gerade seit ich so diese offene Liebe auch praktiziere und sehr viele Menschen auch mein Herz geschlossen habe. Ja, Christian, du schläfst ja da mit jeder und sonst was. Also, ich möchte es einfach mal sagen, so als Zahl, dass ihr, sagen wir, ein Gefühl dafür bekommt. Also ich habe, wie gesagt, unzählige Menschen in mein Herz geschlossen und nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Mit Männern hatte ich allerdings noch keine Sexualität,
aber trotzdem kann ich Männer lieben, ich kann umarmen, ich kann wirklich Männer meine Liebe schenken und auch die Liebe empfangen. Ist halt einfach nur kein sexuelles Gefühl da. Das ist im Endeffekt alles. Aber genauso ist es bei sehr vielen Frauen auch so, dass ich Liebe schenken kann und auch Liebe empfangen kann, ohne dass Sexualität eine Rolle spielt. Und ich habe in meinem Leben mittlerweile mit vielleicht ungefähr 20 Menschen geschlafen. Also das ist gar nicht, sag mal, so viel. Für viele ist das vielleicht eine Zahl, die vielleicht irgendwie viel klingt. Aber ihr müsst vorstellen, ich bin 38 Jahre. Gut, ich habe 15 Jahre in einer festen Beziehung gelebt. Und ansonsten halt ja, nicht ganz so lange Beziehungen gehabt. Und halt eben jetzt die offene Liebe. Also es ist nicht so viel. Und ich selektiere logischerweise genauso wie vorher. Also offene Liebe heißt nicht, dass man jetzt irgendwie rumbumsen will. Und das ist ja bei dir auch so. Das ist halt, offene Liebe heißt einfach nur, dass man noch empfänglich ist, einfach mal mit einem anderen ins Zelt zu gehen und zu kuscheln oder eine Massage auszutauschen und so weiter. Ne? Und das halt, Sexualität ist überhaupt, hat nichts mit offener Liebe zu tun. Es ist einfach eine Option, die wahrgenommen werden kann, die aber in den meisten Fällen, zumindest bei mir ist das so, in den meisten Fällen nicht wahrgenommen wird. Dann bleibt es wirklich dabei einfach beim Austausch, beim innigen sich anschauen, beim innigen Kuscheln, beim Küssen oder was auch immer, was sich, wie die Energie halt eben fließt. Man ist ja frei. Man ist nicht gezwungen, nur weil man sich küsst und im Bett liegt und noch 3 Stunden Zeit ist, dass man dann Sexualität vollzieht. Ja, man ist frei, man kann darauf achten, wie es schwingt. Und das ist, glaube ich, so ein Kernpunkt, den ich nicht nachvollziehen kann, warum Menschen etwas gegen offene Liebe haben, wenn es denn doch bedeutet, freiheitlich zu leben. Wenn man es doch bedeutet, einfach fließen zu lassen. Wenn man seine Intuition zu jedem Moment gewähren lassen kann. Wenn der Mensch frei ist und das dem anderen auch zugesteht. Was wäre das denn für eine tolle Welt, wenn alle in offener Liebe leben würden? Und dann kann ich persönlich für mich mit meinem Mindset eben nicht nachvollziehen, wie man offene Liebe irgendwie als anstößig betrachtet. Wie gesagt, das kann jeder, soll auch jeder für sich selber das entscheiden, aber aus meiner Sicht ist eben die offene Liebe einfach ja, das Beste. Aber, und deswegen treffen wir uns halt auch heute hier und reden mit euch, ich möchte euch eben auch sagen, ja, natürlich gibt es Probleme bei den Menschen, die halt die offene Liebe vielleicht nicht ganz so einen guten Zugang haben, wie ich das habe, weil, wie gesagt, die Eifersucht mir schon von jeher gefehlt hat und die Selbstliebe sehr stark ausgeprägt war, dass es da eben auch Probleme gibt. Und ich möchte einfach offen das Thema mit euch besprechen und nicht irgendwas glorifizieren. Und ja, und dafür sind wir hier, dass wir uns gegenseitig Erfahrungen austauschen. Ja, freie Liebe bedeutet aber auch, wenn man in so einer monogamen Beziehung quasi lebt, also nur mit einem Partner, ist es oft so, dass der Freundeskreis immer kleiner wird und man wirklich nur mit dem Partner was macht. Und das ist halt bei der freien Liebe halt auch, also man könnte es auch in einer normalen Beziehung wahrscheinlich zu zweit auch anders regeln, aber einfach diese Art von, ich kann mich mit jedem treffen, den ich möchte. Man liebt jeden Menschen auf seine Energiefarbe, sage ich jetzt einfach mal. Und jeder ist liebenswert auf seine Art. Ne? Und warum sollte man sich das verwehren, sich mit Menschen zu treffen, die man in der Farbe liebt, wie sie leuchten halt. Und ich finde es total schade, dass sich so viele Menschen darauf begrenzen, nur einen Menschen zu lieben. Man kann alles lieben, ob das der Baum ist, die Blume, die Sonne. Ich glaube, das ist gar keine so bewusste Entscheidung der Menschen. Ich glaube, die Menschen denken mit Sicherheit darüber, dass es eine eigene Entscheidung ist. Und, aber ich glaube, es ist halt wirklich viel halt einfach. Du siehst in Hollywood die Filme, am Ende Mann und Frau treffen sich, Happy End, es löst positive Emotionen aus, da löst, das will ich auch. Das ist wie Marketing, ne? Warum will man ein schönes Auto, wenn man die Werbung gesehen hat? So, und das ist halt, viele Menschen, ja, viele werden von euch jetzt auch widersprechen. Ich sehe das ja schon immer als mittlerweile alte, erfahrene YouTuber, die sagen, nein, ich habe das ja auch schon ausprobiert, offene Liebe, und das ist ja nur, ja, wirklich offene Liebe. Also ich kenne viele Menschen, die sagen, ja, ich habe offene Liebe ausprobiert. Und wenn ich mich mit den Menschen unterhalte, ja, die haben rumgebumst. Ne? Mehr ist es nicht. Oder sie haben mit allen schlafen können, was sie wollten. Aber die haben nicht offene Liebe gelebt. Die haben nicht mal Liebe gelebt. Ne? Tiefe Liebe ist sowas, das geht auch nicht einfach weg. Oh, ich liebe jetzt den nicht mehr. Jetzt habe ich noch geliebt, aber jetzt liebe ich ihn nicht mehr. Tiefe Liebe ist das Spüren der tatsächlichen Verbundenheit, die existiert, der energetischen Verbundenheit, die alles umfasst. So, und das geht nicht einfach weg. So, und wenn dann Leute da fragen, ja, du kennst keine echte Liebe. Ich nehme es natürlich an als Erfahrung des anderen, aber
wirklich echte Liebe ist so einzigartig, so wunderbar, dass du ihr kein Haar krümmen willst, echte Liebe. Dass du sie gewähren lassen willst, dass du sie blühen lassen willst. Das ist so unglaublich schön. Die Angst vom Tod spielt keine Rolle mehr, wenn man echte Liebe kennt. Und das meiste, was als Liebe, jetzt sind wir dann doch schon beim Thema, was ist Liebe, ich habe eigentlich ein Video dazu gemacht, ist halt eben alles andere, aber es ist keine wirkliche, echte Liebe. Wie gehst du konkret mit dem Problem um? Wenn du spürst, es taucht was auf, was ungut ist, was machst du konkret? Was mir immer geholfen hat, ist einfach wirklich das Schneewittchen am Zepter packen und sprechen. Wer ist das Schneewittchen? Die andere Person. Okay. Aber nicht direkt jetzt so am Schneewittchen packen, sondern einfach wirklich sich, deswegen meine ich, für mich ist dieses Reden ganz wichtig, dass man aus dem Herzen spricht, das Herz offen haben und dann einfach spricht. Und dann löst sich alles auf, dann gibt es für mich auch nichts, was ich irgendwie, wo ich neidisch bin oder komische Gefühle noch habe. Nein, dann ist, das hat sich dann, das löst sich dann einfach auf und dann ist es ganz anders, wenn man die beiden sieht. Meistens auch so, dass die andere Person dann auch relativ dankbar ist dafür, dass du mit ihr redest. Weil oft, genau wie das bei dir am Anfang bei Hannah der Fall war, dass du nicht in irgendeine Beziehung hineintreten möchtest und Angst hast, da irgendwie zu stören, dass diese, das, also bis jetzt ausnahmslos alle Frauen, mit denen es etwas intensiver geworden ist, haben auch das Gefühl gehabt, hey, ich möchte da nirgendwo stören, ich bin da erstmal lieber ein bisschen zurückhaltender. Und ja, weil das Konzept für viele sehr neu ist. Und ja, und einige sind ja auch dann auf dich, glaube ich, zugegangen und haben mit dir geredet. Ich glaube, jetzt die letzte. Da war ich eher. Beim Freitanz? Ja, da war ich eher. Okay. Also wie gesagt, mir ist das tatsächlich sehr wichtig und wenn ich mitbekomme, und das ist jetzt der erste Fokus, den ich habe, ich möchte die Frauen einfach selber kennenlernen, dann kann ich mir mein eigenes Bild drüber machen und dann darf, dann darf Christian machen, was er möchte. Naja, wie gesagt, ihr seht es selber schon und ihr könnt vielleicht auch ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, bei Chiara, auch bei mir, ne? Das gibt immer in einer Beziehung von Menschen, die sehr, sehr komplex sind mit ihrer Gedankenwelt, mit ihrer Gefühlswelt, immer Sachen, die immer wieder aufgearbeitet werden, die immer wieder auch durchdacht werden müssen und die auch wirklich eingeordnet werden müssen in dem Kontext dessen, was man anerzogen bekommen hat und was man natürlich auch fühlt, was sich vielleicht angenehm oder unangenehm fühlt und ja, dessen, wo man wirklich mit reiner Intuition weiß, ja, das ist gut. So, und von daher sollte das Video einfach heute wirklich mal dienen, dass ihr ehrlich, offen und authentisch, so wie Chiara das auch eben liebt in Bezug auf die anderen Frauen und generell in ihrem Leben, wofür ich auch sehr, sehr dankbar bin, dich da getroffen zu haben, weil so ehrlich und so offen und wirklich direkt auch von erster Instanz an sind mir wenige Menschen begegnet in meinem Leben, die wirklich das so wie du ja, nach außen tragen, was sie spüren. Und was sich natürlich wieder angreifbar macht, ist wieder ein anderes Thema, aber ja, auf jeden Fall, darum geht es einfach, dass ihr da wirklich auch mal seht. Dass normal Probleme existieren, auch in einer offenen Liebe, dass man da sich Sachen stellen muss, aber dass man so in einer normalen Beziehung nicht. Und wenn ihr eine Beziehung kennt, wo es keine Probleme gibt, ich garantiere euch, dann sind das wahrscheinlich sehr gute Schauspieler nach außen oder, ja, oder es gibt sie tatsächlich, die perfekte Beziehung. Ich habe in fast jetzt 40 Jahren meines Lebens keine einzige festgestellt. Ich habe Paarberatung gemacht, also ich habe auch sehr viele Paare schon betreut und ich habe wirklich in meinem Leben, ich weiß nicht wie viele hundert Paare kennengelernt und davon ist nach außen hin sehr viele, wirken sehr ideal, aber gerade bei diesen liegt es meist, weil das dann sozusagen nicht echt nach außen getragen wird, liegt es dann richtig bösartig und tief in der Beziehung dann verwurzelt. Und solche Beziehungen enden meist richtig, richtig böse. Ja, gut, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns und ja, lasst uns ruhig in den Kommentaren weiter diskutieren oder teilt uns eure Meinung dazu mit. Und ja. Ich habe auch einen eigenen Kanal, der heißt Chiara. Den ich natürlich unten verlinke. Könnt ihr ja mal drauf gucken. Alles klar, macht's gut. Tschüss. Tschüss.